Reise auf Individualität. Und weil er Motorradfan ist, hatte er die Idee, eine spezielle Beerdigung für Biker in Hannover anzubieten. Die Idee kommt aus den Vereinigten Staaten. Was ist eine absolute Gruselvorstellung für so einen echten Biker? Nach dem eigenen Ableben in einer öden, umgebauten Mercedes-Limousine zum Friedhof kutschiert zu werden. Die Motorradfahrer, die leben für ihr Hobby und manche sterben halt auch. Und warum nicht auch bei diesem Hobby das zusammen verbinden? Die Idee, eingefleischten Motorradfahrern, die ihr ganzes Leben Spaß daran hatten, mit dem Motorrad zu fahren, eine Gelegenheit für eine, im wahrsten Sinne des Wortes, letzte Fahrt zu geben, fand ich absolut klasse. Die letzte Fahrt des Lebens muss definitiv im Kombi sein. Naja, vielmehr in der Lederkombi. Motorradfahrer sind allerdings Leute, die Rituale nach wie vor lieben. Jörg Grossmann aus Usingen kennt sich da aus und so wurde zu Deutschlands erstem und bis einzigem Motorradbestatter. Positiv ist, dass die Motorradfahrer jetzt die Wahl haben zu entscheiden, möchte ich den Pkw, den Bestattungs-Pkw, den es schon immer bei uns gab, oder möchte ich jetzt die Form der Motorradbestattung im Beiwagen nutzen.